von Kindsfüßen her gängig ein bisschen plagiörig gewesen, als ein natter Blöffer. Und wenn man eben seine Zeitdätigen, wie er einen war, der sich den Weg zum Beruf oder häuslichen Glücksgängen um sich selber verschoben, in unserer guten Schweiz nicht mehr brauchen konnte, ist mit solchen Brüdern ein Geburtsfederlesen gemacht worden. Und mit den Kipferbildern zusammen mit ein paar anderen Augen kurzerhand nach dem Amerika abgeschoben. Und so ist das Leben dann gekommen, wie es hätte müssen. Der Kipfer Wilhelm hat sich einen landesgerechten Namen zugelegt und ist von dort weg Willi der Kipf, und neben der gefährlichste Mann im ganzen Wilderwesten geworden. Er hat die schnellste Kanone im ganzen Westen gehabt.